Marcel Appia, 1:5 der Endstand beim Testspiel gegen Werder Bremen. Ja, wie ist deine Sicht auf das Spiel jetzt im Nachhinein? Ja, die Sicht aufs Spiel ist, dass wir mit 1:5 verloren haben. Gegen eine Mannschaft, die jetzt auch eine Länderspielpause vor sich hat, ob erste Liga oder dritte Liga. 4 Tore Unterschied und die Art und Weise, wie die Tore zustande gekommen sind, das funktioniert so nicht. Wo siehst du die Gründe, die Fehler? Kannst du es jetzt am Spiel schon so kurz sagen? Ja, ich denke, dass aufgezeigt wurde, was der Unterschied war. Das Spiel war so lange ausgeglichen, bis individuelle Fehler passiert sind, die dann eiskalt bestraft wurden. Und das ist dann einfach so, dass wir bei Gegenspielern, die ein anderes Tempo dann auch gewohnt sind, mal ganz schnell alt aussiehst, wenn du individuell ein bisschen federn lässt. Gucken wir einfach nach vorne. Nächste Woche das Spiel gegen Aalen ist für euch ja deutlich, deutlich wichtiger. Welche Erkenntnisse oder was nehmt ihr euch dafür vor? Welche Erkenntnisse ziehst du jetzt so kurz heraus? Ja, ich denke, dass wir aus dem Spiel jetzt sehen müssen, dass wir immer Probleme haben werden, wenn wir denken, dass wir einen Schritt weiter sind, als wir tatsächlich sind. Und ich denke, dass wir gut daran tun, immer demütig zu bleiben und weiter hart zu arbeiten. Ich würde auch sagen, dass man das Spiel jetzt in Bezug auf nächste Woche nicht überbewerten darf und sich nicht zu tief jetzt fallen lassen darf im Kopf. Aber ja, ganz klar ist, dass das jetzt ein Trainingsspiel war, beziehungsweise ein Testspiel, was Trainingszwecke hat und Vorbereitungszwecke auf nächste Woche. Und da muss man ganz einfach den Kopf jetzt wieder freikriegen und nach vorne schauen.